Wir sind der Wurzelkinder Waldkindergarten aus Calw Stammheim. Wir sind ein eingetragener Verein, hervorgegangen aus einer Elterninitiative. Start war 1998 mit 6 Kindern. Seitdem sind wir stetig gewachsen und betreuen zurzeit durchschnittlich 22 Kinder. Hä? Waldkindergarten? Wenn ich das schon lese, was soll das überhaupt sein? Wir sind mit unseren Kindern jeden Tag unter freiem Himmel. Draußen auf den Wiesen, im Wald, auf den Feldern und an Seen und Bächen. Sind die da den ganzen Tag? Was machen die denn da? Frühmorgens treffen sich Kinder und Erzieher am Parkplatz und gehen dann zur Waldhütte. Wenn alle dort eingetroffen sind, beginnt der gemeinsame Morgenkreis. Danach ist Zeit zum Spielen. Zur Stärkung wird dann erst einmal gemeinsam gefespert. Während des Vespers werden je nach Thema und Jahreszeit Geschichten vorgelesen oder erzählt. Für den großen Hunger wird auch öfter mal gekocht. Gestärkt gehen die Kinder auf Entdeckungsreise. Je nach Wetter wird gebaut, geforscht und gespielt. Mit dem gemeinsamen Abschlusskreis endet ein ereignisreicher Kindergartentag. Ja, glotzen die nur den ganzen Tag Bema oder was? Nee, ich hab doch gerade gesagt, dass die Kinder Zeit haben für das Freispiel. Das Freispiel gibt den Kindern Zeit und Raum für sich, das kreative Spiel und die Entwicklung. Ja, und sonst ist das alles. Verschiedene Angebote gibt's natürlich auch noch. Die richten sich nach den aktuellen Themen und Wünschen der Kinder. Dabei werden die Jahreszeiten und die Umgebung mit einbezogen. Die Wurzelkinder machen ihre Erfahrungen selbst. Wie sieht ein Grashüpfer aus? Wie fühlt er sich an? Wie weit kann er hüpfen? Was ist eine Distel? Und ist sie wirklich so pieksig, wie es im Buch steht? Denn nur was ein Kind kennt und versteht, schützt und bewahrt es auch. Aber auch richtig anpacken können die Wurzelkinder. Im Waldkindergarten können sie ihre Umgebung mitgestalten. Ja, und was machen die noch, wenn es regnet? Rummatschen. An die Matschhütte gehen und sich halt Regensachen anziehen, Regenhose, Regenhut, alles Mögliche. Wenn es ganz viel regnet, kann man Matsch machen. Ja. Und weißt du was? Im Winter sind die auch draußen. Und das finde ich voll cool, wenn Winter ist. Schade, dass ich ab Winter nicht mehr da bin. Ich bin dann nämlich in der Schule. Ja klar, im Winter. Den ganzen Tag lang im Wald und dann eine Woche lang krank im Nest rumliegen. Das habe ich gern. Von wegen. Waldkinder sind abgehärtet und viel seltener krank als Kinder eines Hauskindergartens. Und noch kommen sie in die Schule und kennen nichts wie Dreckle. Waldkinder können sich sehr gut konzentrieren und haben ein ausgeprägt positives Sozialverhalten. Und können im Übrigen genauso gut schneiden, kleben und malen wie alle anderen. Einmal in der Woche bieten zwei Erzieher für die Gruppe der Vorschüler zusätzlich ausgesuchte Projekte an. Und was sag ich jetzt? Gar nichts mehr.